Maschinen werden länger leben als er. Darf ich darüber lachen, oder? Schlag sie für den Kuhn, Furzkiste. So, jawohl, für den Kuhn. Gibt er jetzt volle Pulle eine in die Fresse. Ja! Und da schaut alles raus. Ich hab ein gutes Gefühl. So, hat er einen weiten Angriff? Nee, bei weitem nicht weit genug. Okay, dann stellen wir uns bloß weiter vor und. Jetzt ist er dran. Ach komm schon, nicht mit dem ekligen Ding ins Gesicht, Mensch. So. Und das war's, mein Freund. Weg mit dir! Okay, bis später. Wir kümmern uns mal um echten Superheldenkram. Die haben sich ganz schön gewehrt, ey. Was Pizzarelli, Puporgerät, was, Alter? Schneebesen von Fekonchi und Geld. Die Kohlehydratkreuzritter waren Kuhn und Friends nicht gewachsen. Clancy muss da lang gegangen sein, aber der Weg ist blockiert. Ich könnte das easy aus dem Weg räumen, aber ich darf keinen Apfelsaft trinken, wenn ich keine Insulin dabei habe. Vielleicht könnte mein Zuckerzorn irgendwie triggern. Ich hab da eine Idee, aber ich will mich erstmal umgucken. Ich könnte ihn easy mit meinen Kräften umwerfen, aber ohne mein Insulin darf ich keinen Apfelsaft trinken. Wir müssen den Kühlschrank. Ja. Moment, ich hab's. Deine Fürze, deine grauenhaften Fürze bringt mich zur Weißglut. Der Kuhn wollte mich nicht verunsichern, als er gesagt hat, dass ich Diabetes habe, weil meine Mama doch Tod gefunden hat. Er konnte mir nur helfen, meine wahren Kräfte zu entfesseln. Nein. Wir müssen da durch und zur Classy-Sidekick. Im Namen der Gerechtigkeit und Kuhn and Friends musst du mir jetzt ins Gesicht furzen. Ja. Okay, wir furzen. Was? Drücke einen auf Sockel zu finden. Objekte mit einem grünen Sockel zu finden und. Zu analysieren. Wie soll ich mich hinstellen? Gibt es zum verbündeten Hologramm? Umwerfen. Okay. Okay. Oh nein! Oh, bitte nicht! Es ist schon irgendwie ekelhaft. Oh, nur ein bisschen. Nur ein kleines bisschen. Ja, das merke ich. Verbindet den Kampf eigentlich Diabetes-Zone. Ja. So, wie geht's denn weiter? Fallen, wo sind die anderen? Rote Kakerlake. Lecker. Ja, noch was? Pfannwender. Was ist das? Popel und Wichser. Abgestandenes Knabbergebäck und Karotten. Ja, schade. Fischmix Catfood. Echt jetzt? Ach, okay. Schon ein bisschen. Was? Ganzen Katzen. Das müssen wir den anderen berichten. Kuhn! Ja, Kettendiabetes? Wir haben vermisste Katzen gefunden. Ganz oh mein Gott. Habt ihr Scrambles? Negativ. Keine davon ist alt und fett. Und was ist mit der Lady? Wir sind ja auf den Fersen. Wir müssen rausfinden, was sie weiß. Los! Wir sind so nah dran, ich kann es riechen. Komm schon, Sidekick. Okay, Zwischensequenz ging nicht lang genug. Ich brauche nicht fertig mit der Nase putzen. Was? Verklebte Katzenhaare. Und hier können wir auch untersuchen. Manifest von Defanji. Steuerbescheide von Defanji. Fanganji. Wie auch immer. Okay, die können wir. Was? Hey, Tauli! Wenn Kampf mit einem Boss bevorsteht, schau nach, ob du genug Heilmittel hast und hab deine besten Artefakte einsatzbereit. Krasser Tipp!
Ach, apropos Artefakte. Danke! Alle Objekte und Lebensmittel, was? Alle Objekte und Lebensmittel mit statischem Rauschen können zu ihrem vorherigen Zustand zurückgesetzt werden. Ja. Wir können ein neues Artefakt einsetzen. Ja, Risse macht deutlich von einem Schreck. Kombi, ja, Risse-Artefakt. Leer, großer Platz. Das waren nämlich bloß kleine Plätze. Auf Heldenrang 5 gibt es noch einen großen Platz. Haben wir nur ein großes? Platin-Kuhn-Freund Giro verliehen für die herausragende Arbeit im Feld. Umgehende Bezahlung der Mitgliedsgebühren erlaubt dir, große Artefakte auszurüsten, die höhere Macht verleihen, um die schärfere Gegner zu stellen. Hab ich nur das? Nur das eine große. Hier haben wir schon wesentlich mehr. Was war denn das, was wir vor uns gefunden haben? Achso, die mit dem Sternchen sind alle neu. Was hat denn unseres jetzt? Was ist denn das? Blendende Sphäre erzeugt Wirkungsverfällen, eine Leistung weniger beschissen erscheinen lässt. Achso, da stehen die. Es hat plus 70 bei Rückstoßkombo-Schaden. Es hat ein bisschen Rückstoßkombo und ultimativ Krafterholung. Rückstoß und Elementarschaden. Gefäß von Bacchus. Elementarschaden, Rückstoß. Nur Elementarschaden. Schallfäkalisator hat Rückstoßschaden und Ultimativkrafterholung. Aber der ist nur 35. Amulett der Reflexion. Einheitsverbindung. Was? Hassschmiede? Bringt jetzt nicht so viel. Aber der ist fast am besten, ne? Er ist ein bisschen besser. Verbessert dasselbe, aber ein wenig mehr. Nehmen wir Wendys Flasche. Damit sind wir auf 90. So, gibt es denn hier noch was zu finden? Umschauen. Muss ich das eventuell... Was? Klitsche zwischen Objekten oder Lebewesen? Achso. Ach so, ah ja, ich verstehe. Können wir uns hier ausrüsten? Ja, ja, wird klar. Sag mal, bist du eigentlich schwerhörig? Ach, halt die Klappe. So. Hey, aber was für ein Bosskampf! Was hinter dieser Tür auf uns lauert! Da ist jemand drin! Mach dich bereit! Eins, zwei, dir bitte! Oh oh! Ich hab dir doch gesagt, die Bullen sind hinter mir her! Und dann führst du sie zu mir, du dumme Schlampe? Wen nennst du hier eine dumme Schlampe? Sehe ich etwa aus wie deine Mutter? Das Spiel ist unklassig! Die Kids sind Bullen? Das ist kein Kopf! Das ist Captain Diabetes! Seine Mutter hat bei seiner Geburt gefurzt und deshalb hat er Diabetes und das Böse kämpfen. Wenn das keine Bullen sind, können wir sie abknallen. Und die Schlampe da auch. Oh shit, so läuft das also. Ich wusste doch, dass man euch Tony Soprano Abklatsch-Wichser nicht vertrauen kann. Lebt wohl, Captain Diabetes. Komm schon. Was bringt dir dein Diabetes jetzt, hä? Was zur... Wendy! Ich
hab deinen Schlüssel nicht, Alter. Oh mein Gott. Nicht von Rotwein. Rotweinsuff ist der übelste Suff, den es gibt. Ja, Wendy macht sie alle fertig. Wendy! Du alter Alkoholiker! Red Wine Drunk Wendy! Oh nein! Besiege Wendy und beschütze die Schlüssel! Fuck! Wir kommen ja! Mr. Marsh, ich rufe Ihre Frau an! Als Herr da raus, du kleiner Penner! Ah! Oh, krass! Mein Schlüssel! Ja, warte, erstmal gucken, was er macht. Schnapp dir die Wichser! Gib mir einen Schlüssel! Tja, Bitch, was Alter. Hast du davon? Ja, Arschlecken 3000, hab ich gewonnen? Was, du bist tot? Du bist tot. Ah, ich dachte, wir können wenigstens noch weiterkämpfen. Na gut. Warte mal, wir wissen nicht, was hinter dieser Tür auf uns lauert. Sie gewinnen die. Beschütze die Schlüssel. Yep, hat man gerade. Das hat doch keinen Sinn, Mr. Marsh. Ich rufe Ihre Frau an. Als Chef. So. Das ist nicht fair. Arschzeitreise hin oder her. Man darf andere nicht einfach überspringen. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Ich nicht so. Wie viel HP hat er denn? Er darf nicht mehr trinken. 400 wieder. Das könnte brennen. Ja. Ich fühle keinen Schmerz. Ja, das glaube ich dir. Ich verlasse mich auf dich. Okay. Mit Rückstoß. Und hau rein. Alter, streng dich mal ein bisschen an. Wehe, du verlierst, Nigger. Okay, okay. Wehgetan. Ja, ich hoffe doch. Fühlt den Zorn von Jugendkeit. Ah, fuck. Ja, das kann man nicht retten. Ja, er ist noch voll. Scheiße. Na gut, dann gehen wir hier vor und dann brechen wir ab. Wo bin ich? Wo ist mein Schlüssel? Shit, Sekunde, Nachricht von Sheriff. Kann ich schreiben? Wieso kann ich nicht schreiben? Warum sind meine Damen so groß? Hey Siri, sag meiner Frau, sie soll die Fresse halten, die Köpfe hat. Kacke, ich wurde. Was? Dropkick? Was? Ready, nein! Geile Moves, gefällt Classy. Nee, gefällt Classy nicht. Was ist da nochmal dran? Die Macht des Rotweins wohl unterschätzt. Ah, fuck. Lass dich nicht so vermöbeln. Duck dich mal oder so. So, da kann man nämlich zurückstoßen. Und hau rein! Nein, wenn die doch nicht. Dem geben wir mal was zu essen hier. So, Human Kai, zeig, was du drauf hast. Ja. Ah, das brennt. Fuck, die ist ziemlich angebissen. Wer von euch Wichsern hat Sharon gesagt, dass ich hier bin? Komm, bald, nach draußen. Suche meinen Scheiß-Schlüssel. Herzlich, Herzlich. Wendy, der hat dann abgefuckt. Hallo, Wendy, nein! Du Drecksack! Lass Human keine Ruhe! Ihr dreht voll am Rad!
Nein. Alter, was? Mein Schlüssel. Nein. Und wie sind die Radieschen von unten so? Okay, wie viel Schaden macht er? Nicht so viel, aber er lässt ihn bluten. Komm so nicht an den Rand. Und zack. Oh shit, ich hab wohl aufs falsche Pferd gesetzt. Was will ich behoffen? Geh mal weg, Human Kite. Ich brauch den Platz. Ja, voll rein. So, Captain Diabetes, du darfst das Ganze beenden. Ja, ab in den Zuckerrausch. Nimm das! Und wieder rettet der Kuhn den Tag. Du hast gar nicht gemacht. Okay, ich nehme ein Taxi. Geht doch! Captain Diabetes duldet kein Alkohol am Steuer! Du hast gewonnen! Bosskampf, geil! Genital-Talisman? Nein, bitte nee! Charakterbogen von Captain Diabetes, geil! Nütze Zeit für zum Kampf aus! Okay, sehr gut, Mann! Ich weiß nur, dass so ein neuer Drogenbaron versucht, richtig heftige Ware auf den Markt zu bringen. Der Typ will, dass sich die Italiener- und Chinesen-Mafia zusammenschließen. Genug Smalltalk. Wo ist Scrambles? Scrambles? Wir brauchen die Belohnung für unser Superhelden-Franchise. Oh shit, ihr wollt nur eine Katze? Und dann gibt's noch Cisco. Nur so ein Low-Class-Vollspaß, der immer übers Kohle scheffeln labert. Okay. Der Penner jetzt der neue Big Boss ist, über den die Drogen und Nutten und der ganze andere Scheiß laufen. Okay. Aber nicht mit mir. Ich bin mein eigener Pimp, verstanden? Meine Pussy ist mein Lebensunterhalt. Die lasse ich doch nicht von irgendeinem dahergelaufenen Nigger verwalten, dessen ganzes Einkommen auf illegalem Scheiß basiert. Entschuldigung, aber was ist mit den Katzen? Oh, die Katzen? Dieser kleine asiatische Freak namens Yaki Ababa oder so bezahlt 6 Pressler, damit sie den Leuten Katzen entführen. Was? Kranke Scheiße. Man kann doch nicht einfach die Pussy von anderen beanspruchen. Der gehört in den Knast. Und wo landen die Katzen? Ich sag's euch. Aber erst, wenn ihr mir Polizeischutz oder so'n Scheiß gebt, klar? Die Nigger meint's echt ernst, also müsst ihr versprechen, Classy zu beschützen. Harold Cartman, hast du eine Was? Ahnung, wie spät es ist? Morgen ist Schule. Mann, dafür habe ich jetzt echt keine Zeit. Ihr geht jetzt alle nach Hause, sonst rufe ich eure Eltern an. Sorry, Mrs. Cartman. Und wer ist diese Stripperin? Das Kuhn-Team hat mir Schutz versprochen. Hier kann sie nicht bleiben. Dann nimm du sie mit zu dir, Blitzfreak. Okay. Ja, genau. South Park. Gestern Abend hat ein unbekannter Selbstjustizler der Famboni-Familie ihr verbrecherisches Handwerk gelegt. Und das im Alleingang. Mehr dazu von einem Leid. Komm, ich stehe vorm Buckel des Selbstjustizlers, der Selbstjustizler dem Verbrechen in South Park den Krieg erklärt hat. Die Kameras zeigen eine junge Person, die den Leuten ins Gesicht und auf die Eier furzt. Verstörende Bilder. Das Kind kam rein und fing an, die Leute anzufurzen. Wie aus dem Nichts, Mann. Vielleicht lehnt sich endlich jemand gegen das Übel in dieser Stadt auf. Dieses Kind ist ein Held. Ich finde, das Kind ist eine Bedrohung. Wie lange dauert es, bis er oder sie einen Unschuldigen tötet? Wie lange dauert es, bis das Daredevil der Punisher wird? Ha? 3 Staffeln? 3 Staffeln! Die Polizei hat einen Haufen illegaler Gegenstände gefunden, die das Restaurant mit einem größeren Verbrechersyndikat in Verbindung bringen könnten. Und das ist wohl nur die Spitze des Eisbergs. Was für eine Nacht. Ja. Zufolge hatte der Selbstjustizler sogar einen Sidekick. Zunächst wies alles auf einen Sidekick hin, aber Untersuchungen zeigten, es war nur ein Knirps mit Diabetes. Danke, Zwerg. Und die Frage, die alle heute Nacht wachhalten wird, lautet natürlich, wer ist der furzende Selbstjustizler? Das lässt uns ganz schön scheiße aussehen. Yep. Ihr habt's verkackt. Es war nicht unsere Schuld. Dieses Kind kam einfach ins Restaurant und fing an zu furzen, als gäb's keinen Morgen. Ihr Italiener sollt das Produkt nur an den Mann bringen. Die Chinesen und Russen machen den Rest. Alles muss diskret und leise ablaufen, sonst erfahren die Leute die Wahrheit.
dass wir den Leuten das Produkt in die Drogen und den Alkohol tun, um für mehr Verbrechen zu sorgen. Ich hab's gewusst. Ich habe es gewusst. Ihr macht einfach weiter euren Teil und bringt das Zeug unter die Leute. Sonst mache ich vielleicht direkt mit den Russen Geschäfte. Oder mit den Chinesen. Oder mit den Sechstklässlern. Oh mein Gott. Habe ich gut geschlafen? Ja, ich auch. Bester Schlaf seit Wochen. Und? Habt ihr gestern Abend irgendwas Interessantes gemacht? Nee, nur das Übliche. Ein bisschen ferngesehen und dann ins Bett. Ja, genau. In unserem öden Leben. Okay, tja, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns morgen. Du hast einen langen Tag vor dir. Schlüpf ins Superheldenkostüm und warte auf Anweisungen von Kuhn. Okay. Aktion abgeschlossen, ein weiterer Tag in South Park. Wie soll das gehen? Das war dumm. Was? Was? Nein! Das war voll cool. Definitiv war das voll cool. Blöder Kunde. So, aber hier beende ich auch schon die Aufnahme. Und wir sehen uns in ein paar Sekunden auf YouTube wieder. Morgen hier auf Twitch. Good luck, have fun. Crime is out of control in our town. Kuhn and friends are this city's only hope. All right, now you need to go out into the town and do superhero stuff. You know, help people and fight crime and dumb shit like that. Well, how's the character sheet coming? Let you dual class, there's nothing left to talk about. Do not give me those sad puppy eyes. You are not going to have three classes. I've been given $20,000 to take care of you. What? But I only need a few hundred for that. So you know what I'm gonna do with all the rest? Go to Paris to get a pedal enhancement and fuck French chicks. Super Craig. Yeah.